bei uns haben die Tür offen gelassen. Jungs, wir könnten rausgehen und die anderen Schweine fragen, wie es ihnen geht. Ich weiß nicht. Ach, ich komm mit. Horst kommt auch mit, denn Horst fürchtet sie nicht. Horst hat noch niemandem Angst. Es ist doch sicher gefährlich. Soll ich die Tür nicht lieber wieder zumachen? Nein, wenn wir vorsichtig sind, du kleines Angstschweinchen. Okay. Los geht's, Schweine. Ja, komm. Der Kopf ist wieder abgefallen. Dass wir entkommen sind und uns der Chef nicht gekriegt hat. Aber schade, dass Horst und Burgess es nicht geschafft haben. Ja, sau stark, damit er uns nicht gekriegt hat. Na ja, Jungs, schaut mal, wo sind wir denn hier gelandet? Sieht aus wie ein Biohof. Ja. Auf jeden Fall. Der sieht gut aus. Wollen wir ihn besuchen? Ja, können wir. Gute Idee. Kommt, Jungs, los. Das wird sicher interessant. Ja. Kollege Schwein, ich bin Günther, du kannst mich auch Günni nennen. Hi, ich bin Fatboy. Kollege Schwein, warum hast du denn so viel Platz? Wir haben 2 Quadratmeter pro Schwein und eine eigene Liegefläche. Und auf einem Biohof muss eine Weide oder ein Auslauf vorhanden sein. Saustark, ihr könnt hier ja richtig die Sau rauslassen. Bei uns ist es im Gegensatz nur ein einziger Quadratmeter und so eine breiten Holzspaltböden. Na dann, viel Spaß und lass es dir gut gehen. Hallo, ich bin Egon und wer bist du? Ich bin ein Schwein aus konventioneller Haltung. Ich heiße Porker. Warum hast du noch deinen Kringelschwanz? Bei uns in der Biohaltung muss der nicht abgeschnitten werden. Wir haben genug Platz. Meiner wurde abkopiert. Was bedeutet das denn, abkopiert? Abkopiert, das nennt der Bauer so Abschneiden von Schwänzen. Was gibt es bei euch zum Fressen? Bei uns gibt es Raufutter. Bei uns gibt es Kraftfutter, zum Beispiel Sojaschrot und Heu. Das, so wie wir es vom Bauern bekommen. Das arme Schwein. Haha, hallo, ich bin Rambo. Ja, ich weiß, mein Name passt eigentlich nicht zu mir, denn ich bin ängstlich, sehr ängstlich. Ich bin ein Schwein aus konventioneller Haltung. Und du? Hatschu! Gesundheit. Die Spritze zur Vorbeugung hat wohl nicht geholfen. Was bedeutet denn das Vorbeugung? Wir kriegen Medikamente oftmals schon, obwohl wir gar nicht krank sind. Echt? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Unser Chef sagt, das ist notwendig. Ich bekomme meine Spritze erst dann, wenn ich krank bin. Das ist ja sau interessant. Das glaubt mir bei uns im Stall keiner. Da kann man ja glauben, dass Schweine fliegen können.